Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Majora's Mask Part. Ich glaube Part 5 müsste das sein. Und wir hören hier schöne Musik aus Ocarina of Time. Den Typ kennt man ja schon hier. Den kleinen. Ich bin mal zurückgegangen für eine Sidequest. Beziehungsweise für ein Herzteil. Und wir reden mal mit dem hier. Lalalo, sie sagen, ich war zu laut, viel zu laut, als ich auf meinem Zimmer übte. Jetzt sind sie böse, seufzt, und ich bin traurig. Jetzt denke ich nur noch an diese Vergangenheit, damit ich nicht an die üble Gegenwart denken muss. Ja, das werde ich tun. Hochwertes Publikum, vor langer Zeit war ich Mitglied in einer tierischen Band mit Hunden und Esen und so. Cool. Wie war es nur möglich? Ein Mensch da unter Tieren, ist er selbst denn auch so eins? Sie waren alle großartig, muss ich schon sagen. Aber etwas gab es, das hat mich gestört. Warum er? Warum er? Warum? Nur dieser Hundekerl. Was war los mit mir? Was war los mit ihm? Oh, dieser Hund, er war erstaunlich. Er war der beste Bandleader, den man sich vorstellen kann. Er hat immer alle motiviert. Und deshalb habe ich sie gestohlen, die Maske von dem Hund. Ich war's. Der es tat. Ich wollte sie haben, weil es die Maske des Bandleaders war. Aber ich brauche sie nicht mehr. Ich gebe sie meinem Gast. Und so erhalten wir die Bremer Maske. Diese Maske gehört dem Leader eines tierischen Bands. Besonders kleinere Tiere fühlen sich von ihr angezogen. Das stimmt. Der Hund, er war ein guter Lehrer. Seine Schüler erlangten rasch die Reihe vom Bohren zu Erwachsenen. Aber ganz ehrlich, dieser Typ, den finde ich komisch. Ich weiß gar nicht, was er überhaupt von uns will. Aber immerhin, wir haben eine neue Maske. Die Bremer Maske. Gerade mal anziehen hier. Und jetzt können wir so zum Beispiel, dass so die Tiere salutieren. Ich werde es mal zeigen hier. Die Hunde werden gleich hier sich angezogen fühlen. Ich gehe mal kurz zwischen einen Hund hier. Der hier, den kennen wir ja. Wenn wir jetzt hier so marschieren, folgt er uns. Ziemlich cool. Ja, und das ist das Coole. Naja, okay. Was ich jetzt noch vorhatte war. Oder ich zeige euch einfach den Sidequest, das wäre auch cool. Wir gehen zurück zu den Bombas. Wo waren die nochmal? Hier, glaube ich. Jupp, heute werden wir wieder ein paar Sidequests machen, bevor wir zum ersten Tempel gehen. Zwei Mädchen, die üben ihren Tanz. Wollen wir mal nicht stören hier. Und wir sind falsch gelaufen. Denn wir waren eben richtig. Naja, so gut wie richtig. Ach nee, warte mal, mir ist gerade noch was eingefallen. Oh Mann, es gibt so vieles, was wir tun können. Aber erst werden wir was anderes tun. Und zwar zum ersten Mal jemandem helfen. Hallo, lieber Soldat. Und wir sind sogar richtig gegangen. Hier in der Ebene, da in der Nähe. Genau an diesem Stein da hinten. Da sehen wir jemanden tanzen. Und hören dieselbe Musik wie eben. Ohne noch runterzufallen. Link, ohne runterzufallen. Und er tanzt genau denselben Tanz. Naja, fast.
Nichts länger bin ich ein Teil des Lebens. Ich bin traurig wie der Mond. Mein Tanz konnte ich nicht schenken der Welt. Übersetzung, ich bin sauer, ich bin tot. Und der ist wirklich tot. Oh, mein Verlangen war es, die Welt durch meinen Tanz zur Einheit zu führen. Übersetzung, hätte ich nicht so viel gelabert, sondern Tanzstunden gegeben, müsste ich jetzt nicht so viel Schwachsinn reden. Ja, und weiter. Ich bin nicht länger bin ich Teil des Lebens. Ich bin traurig wie der Mond. Ja, okay. Nur wir können ihm helfen. Denn wir sind jetzt der Erlöser. Er ist ein trauriger Geist, der tot ist und konnte es. Und hat es halt nie geschafft. Wir spielen das Lied der Befreiung. Dieses Lied bewirkt Wunder. Jetzt haben wir seine Seele erfreut. Er kann wieder in Frieden ruhen. Lasse meinen Tanz sich über das Antlitz der Welt verbreiten. Lehre an meinen zukünftigen Jüngern. Übersetzung, ich habe ihn dir beigebracht, also sorge jetzt dafür, dass der Tanz ein Hit wird. Jupp, wir müssen seinen Wunsch weitererfüllen mit der Camaros-Maske. Benutzt die Maske, um die Welt an Camaros einzigartigen Tanzstil teilhaben zu lassen. Möge seine Kunst die Herzen der Zuschauer erfreuen. Ich zähle auf dich. Übersetzung, ich zähle auf dich. Und weg ist er. Zufrieden und sein Geist, der nie zufrieden war, ist jetzt auch beruhigt. So, gehen wir mal wieder weiter hoch. Link, geh runter. Und dann holen wir uns gerade mal hier ein neues Herzteil. Ja, man kann richtig viel machen hier. Das ist auch ziemlich gut so. Desto besser mir das einfällt, umso leichter wird es. Und zwei Dodongos. Die haben hier voll den creepigen Blick hier. So einen richtigen Katzenblick. Naja, okay, Katzenblick ist es auch nicht. Die kennt man auch aus Ocarina, nur die sind groß. Die sind viel größer. Nein! Mann! Mann, die drehen sich als um, das geht einfach auf die Angriff! Mann, wir haben noch zu wenig Herzen, aber das schaffen wir schon. Wow, gut geblockt, Link. Wow. Los, Link, greif an. Sprungattacke. Sprungattacke. Warum? Ach du Scheiße. Ah, Zwickmühle. Wirbelattacke. Gut abgeblockt. So. Wenn die tot sind, gibt's ein schönes Geschenk. Und zwar ein Herzteil. Na. Ach so, Leute, ich habe eine Fee gefunden vorhin. Deswegen werden wir schon mal nicht sterben. Also, falls wir sterben. Aber ich will nicht an solchen billigen Gegnern sterben. Da weigere ich mich schon zu. Das war billig. Der hat mir das Bein gestellt. Oh Mann, ey. Ach Mann. Weiter, Link. Ja, toll. Was soll man denn da machen? Ich weiß jetzt nicht, ob das billig war, so zu sterben. Eigentlich bin ich ja kein Zelda-Anfänger. Stirb jetzt. Und die explodieren am Ende. Und der spuckt Feuer. Oh Gott. Wow. Reicht's mir? Geh sterben. Ne, die ziehen ein ganzes Herz. Das ist ja ganz sicherlich nicht billig. Und man kriegt einen 50er. Und dieses Geräusch sollte uns nicht weiter stören. Das war ziemlich nervig. Los! Ach du Scheiße. Link, ey. Das Feuer, das kann man nicht abwehren. Kill diesen Dodongo jetzt endlich. Mann, wir sind noch zu schwach, ey. Los! Tot. Gut. Die droppen 50 Rubine, ey. Das ist voll cool.
Also man könnte theoretisch farmen gehen, glaube ich zumindest. Falls sie wiederkommen. Aber es hat sich gelohnt. Ziemlich billig gestorben, aber für ein Herzteil, jo. Nein, nicht mehr. Es zieht mich jetzt ein bisschen runter, dass ich bei denen gestorben bin, aber die ziehen ein ganzes Herz. Naja. Und diese Gegner sind auch nervig. Die schmeißen dann mit Schneebällen ab. Aber sonst nicht weiter aufhalten. So, dann hier hoch. Und gehen wir zurück in die Stadt, denn wir hatten ja was ganz anderes vor. Jetzt muss ich nur kurz überlegen, was. Achso, ja, jetzt weiß ich es wieder. Oh shit, wären wir eine Stunde früher da gewesen, hätten wir noch was machen können. Mist. Wir wären sogar richtig gewesen. Wir hätten das dann mit dem Dieb machen können. Aber wir sind schon zu spät. Muss überlegen, was ich machen wollte. Oh, immer noch den Sidequest. Gut, dass ich es jetzt weiß. Aber bis jetzt haben wir schon gut viel erreicht. Eine neue Maske, ein neues Herzteil. Ja, das ist gut. So, hier wollen wir jetzt endlich hin. So. Dann gehen wir mal dahin, zu diesem Kind. Wenn ihr vorbei willst, musst du schon den Code sagen, sonst gibt's nichts. Ja, das haben wir jetzt gecheckt. Der Code war 1, 4, 3, 5, 2. Das stimmt, du bist cool und so. Kannst durchgehen. So. Ich zieh mal die Bremer Maske auf, das sieht dann cooler aus. Als ob Link Flügel hätte. Du sollst nicht spielen, du sollst laufen. Springen, springen übers Wasser. Oder schwimmen, auch gut. Die Spinne ignorieren wir, die geht dann nur auf die Eier. Die muss schon da durchgehen. Nee. Jetzt muss ich mich erst mal verwandeln, nur um diesen Drecksballon abzuschießen. Und was die Maske kann, das werden wir gleich auch noch sehen. Die neue Maske. Oh, wir haben sogar zwei Masken geholt. Habe ich gerade kurz vergessen. So, geh dann hoch. So. Leute, die das auch auf 100% spielen wollen, die wissen es nicht so richtig. Könnt ihr ja das Let's Play gucken. Ich habe das zwar auch noch nie auf 100% geschafft, aber wir werden es in diesem Let's Play tun. Jojo. Ist doch ein schönes Let's Play auch. Ja, hallo, wir kennen uns schon, aber du hast mich anscheinend vergessen. Ja, der hat uns vergessen. Wir wollen mal hier durchgucken. Denn alles ist wieder zurückgespult worden. So, dann wieder hier hoch zu diesem Horror-Kit. Oh Mann, du sollst schon gucken, nicht beenden. Ja, lass mich mal nochmal gucken. Ich hab mich verdrückt. So, da ist er wieder. Fühlt sich cool. Zeigt wieder, hey, guck mal, da ist der Mond. Und er spuckt wieder die Träne aus. Und die brauchen wir. So, die liegt wieder da. Oh, und ich sehe da noch eine Höhle. Da könnten wir auch gleich nochmal runtergehen. So. Ja, Mondtränen ist gefallen und so. Wenn ihr wissen wollt, was er gesagt hat, dann könnt ihr den ersten Part gucken. Oder zweiten. Ich glaube, das war der erste. So, die Mondträne. Gut.
Aber ich glaube, man konnte noch ein Herz erkennen durch das Teleskop. Muss ich gerade mal gucken, ob das wirklich so ist. Müssen wir gucken. Ich weiß nicht, ob das eine bestimmte Zeit war. Ich gucke jetzt einfach mal. Nee, das war hier. Der hier. Der zeigt jetzt sein Geheimverstecken. Wenn wir wissen, wo es ist, können wir uns ein Herz von ihm holen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Zufall war, dass wir den treffen, aber es ist schon mal sehr wichtig. Mann, haben wir Glück. So, wo geht der hin? Hallo? Scheiße, wo ist denn der jetzt hingegangen? Wenn ich jetzt verloren habe, ist das jetzt richtig dumm gelaufen. Oh Mann. Wollen wir mal hoffen, ich weiß, wo der ist. Wollen wir mal hoffen, dass ich das weiß. Die Mondträne habe ich, glaube ich, jetzt geholt. Jo, haben wir. Voll nervig. Doch, der müsste da sein. Da, wo ich denke, müsste der sein. Die Musik in diesem Observatorium finde ich auch sehr schön. Im Gegensatz zu der hier. So, Spinne ignorieren. Haben Besseres zu tun. Dann da drauf. Umsehen. Schwimmen mal wieder. Hochgehen. Das ist ein dummer Weg, als ich hier erzähle. Und Fische kann man sich hier auch holen. Keine Ahnung, ob wir die jetzt brauchen. Glaube aber nicht. So. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schnell dahin gehen soll, wo ich vermute, wo der ist. Oder ob ich schnell was anderes zeige. Was hat der denn? Hey, du hast den Test noch nicht bestanden. Woher weißt du also den geheimen Code? Nun, die Bomber kennen den Code. Wer kennst du ihn? Hör mir mal zu. Du bist ziemlich gut drauf. Du hast einen Code rausgefunden, das nur wir kennen. Das ist klasse. Dich mag ich. Wie heißt du, Kleiner? Ich bin größer als du. Link also. Gut, das Sauerkind hat unseren Regeln gebrochen, indem es nur Unfug treibt. Ich mache Link zu einem Mitglied der Bomber. Dies ist ein Notizbuch der Bomber. Es beinhaltet unsere Regeln. Lerne es auswendig. Ja, und das ist sehr nützlich, das Ding. Du hast das Notizbuch der Bomber erhalten. In diesem Buch sind die Tagespläne einzelner Personen verzeichnet. Drücke Start um den Status und halt ja. Erstens, finde Menschen in Not und füge ihre Namen und Bilder ein. Es sind nur für Platz für 20 Leute. Zweitens, versprich ihnen zu helfen, bemerke Versprechen mit Aufklebern. Halte dein Versprechen immer ein. Drittens, hast du ein Problem gelöst, erhältst du zur Belohnung einen Jubelaufkleber. Er bleibt in deinem Buch. Viertens, entferne keine Aufkleber. Sie helfen dir, dich an die Sorgen der Leute zu erinnern, bis jeder glücklich ist. Vergiss mit dem. Taya sagt dem Horror-Kid, dass wir es rauswerfen. Es hat wirklich einen Idioten ausgeführt. Die geheime Bruderschaft der Bomber wurde ins Notizbuch eingetragen. Dir wurde ein geheimer Code anvertraut. Das wurde im Notizbuch vermerkt. Cool. Ja, da können wir jetzt die einzelnen Leute kennenlernen und auch die Probleme kennenlernen. Das ist sehr nützlich, dieses Buch. Und keine Ahnung, wo der jetzt hinrennt. Aber es ist besser. So, wir gehen jetzt schnell nach draußen. Ja, ist so, glaube ich, sogar gut so, dass wir hier rausgehen. So. Ebene von Thermia. Da sind wir wieder. Kann man das Spiel eigentlich verschnellern? Also wieder hinzulaufen würde mal wieder nur Zeit kosten. Oder ich schnelle es kurz raus. Bis gleich, Leute. Und da sind wir auch wieder. Ich wollte hier zu diesem Observatorium wieder laufen. Wir kamen von da hinten jetzt ungefähr. Besser so.
paar Sekunden gespart. Und ich glaube, der Verkäufer ist hier reingegangen. Kann auch falsch sein. Wollen wir mal sehen. Nee, es war richtig. Glaube ich zumindest. Oder? Ja, komm, mach kaputt. Scheiße. Nee, ich habe ihn verpasst, würde ich sagen. Aber ich glaube, der ist dann wirklich hier drin. Ich werde mal kurz wieder einen kleinen Schnitt machen, um was zu gucken. Vielleicht finden wir ihn ja nochmal. Dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich wollte nur kurz gucken, ob der nochmal kommt. Ja, und der kommt nochmal. Diesmal werden wir genau gucken, wo der hingeht. Also ist es, glaube ich, egal, wann er kommt. Und den Typen kennen wir ja. So, der kommt jetzt hier hin. Komm schon, schneller. Da ist er. So, den verfolgen wir jetzt. Okay, er geht in dieses Loch. Alles klar. Jupp. So, ist kein Bock, den ganzen Weg jetzt wieder aufzunehmen. Das würde nur Zeit kosten, also bis gleich. Und hier sind wir auch wieder. Ich glaube, der ist jetzt hier drin. Würde zumindest Sinn ergeben. Und wir haben ihn erwischt. Bei seinem eigenen Versteck. Was machst du hier? Dies ist mein geheimes Lager, du kannst hier nicht ohne Erlaubnis herkommen. Oh bitte, ich verkaufe dir ein Herzteil, aber bitte behalte dieses Geheimnis für dich. Hm, wirklich nicht? Dann lässt du mir keine andere Wahl. Nein, ich kann nicht so viel tragen. Verdammt! Oh Mann, ich weiß, wo das Problem liegt. Epic Fail. Ja. Toll. Naja, nochmal kurzer Cut. Tut mir leid für die ganzen Schneidereien, aber was tut man nicht alles für ein Herzteil? Bis gleich. Ob das vielleicht so geht? Nö. Ich brauche eine größere Geldbörse. Oder man muss... Ja, das kann es auch sein. Naja, okay, dann müssen wir es ineinander mal holen. Ich wollte ja mal hier die Maske noch zeigen. Dem fällt kein Tanz ein, also werden wir mal einen suchen. Alter, es leckt ein bisschen. Oder wir müssen erstmal mit dir reden. Stör uns nicht! Jupp. Aber guck mal. Ich kann auch was Schönes. So, jetzt zeigen wir den Tanz. Wir sollen ihn ja verbreiten. Link ist ein schöner Tänzer geworden. Ja, los, macht mit. Ja, super. Wunderschön. Wir haben seinen Geist befriedigt, sozusagen. Und sein Tanz wird ein Hit. Der guckt natürlich zu. Ja. Nicht schlecht. Oh, jetzt liegen sie mir zu Füßen.
Danke, dass du diesen Tanz bei, dass du uns diesen Tanz beigebracht hast. Du bist unser Meister. Oh, sogar das gibt ein Herzteilen. Das wusste ich gerade gar nicht, aber super. Ja, erreicht ja doch mehr oder weniger was. Du hast die Herzen der Tänzerinnen gewonnen. Echt? Cool. Habe ich doch gern gemacht. Ich weiß. Oh. Viel Spaß noch beim Üben, Mädchen. Ja, sie hassen uns, aber jetzt anscheinend nicht mehr. Okay, was können wir noch so erreichen? Das ist eher ein Sidequest-Part. Und der Part ist eh gleich vorbei in 5 Minuten. Ich hab dir gesagt, das wird eine halbe Stunde immer so, ungefähr. Und joa. Aber erst noch die Sidequest, die ich ganz am Anfang des Parts machen wollte, was alles so dazwischen kommt. Dieser Assi, der uns das für zu teuer verkaufen wollte, für 150 oder 100. Wir können ja keine 100 Rubine tragen. Warte, warte, einen Moment noch. Ja, der kommt jetzt wieder. Aber diesmal werden wir ihm helfen. Jupp. 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 Hier, bitteschön. Bitteschön. So, diese Urkunde brauchen wir. So, der wird jetzt eh weggehen. Tschüssi. So, der geht jetzt wieder. Zu seiner Geheimbasis, würde ich mal sagen. Aber okay. So, dann werde ich wieder rausschneiden, denn ich zeige gleich, was wir mit dieser Urkunde machen werden. Also, bis gleich. So, hier sind wir wieder. Wir sind jetzt hier, in da oben das Herz wollte ich holen. Wie gesagt, was man mit dieser Urkunde jetzt macht, ist halt... Man geht hier hoch. Es verbleiben 48 Stunden. So, danke, dass du vorbeischaust. So, und dann labert der hier halt... So, und dann gebe ich ihn hier das, die Urkunde. Oh, das ist eine Landurkunde. Ich wünschte mir, du hättest sie mir gegeben. Im Austausch dafür gebe ich dir dieses Land abgemacht. Jetzt kommt das Wichtigste. Ich kriege jetzt hier das Land geschenkt und kriege eine neue Urkunde, die Sumpfurkunde. Ich gehe jetzt in die Stadt. Den Rest überlasse ich dir. Und dann geht es zu unserem alten Platz. So, wir können uns das Herzteil jetzt holen dadurch. Diese Quest geht eigentlich noch viel weiter, aber da müssten wir in andere Gebiete und da können wir noch nicht hin. Immerhin kommen wir jetzt weiter. Und ich würde sagen, im nächsten Part werden wir sofort zum Tempel gehen. Und ich würde sagen, dieses Herz von dem Verkäufer werde ich offscreen holen. Ich habe dir jetzt gesagt, wie das geht. Man braucht halt eine größere Geld. Börse und ich sag euch auch, wie man die kriegt. Das sage ich euch jetzt gerade mal. Oder ist nicht, ich sag's euch doch im nächsten Part, denn ich weiß ja nicht, ob das dann stimmt. Ich will euch nichts Falsches sagen. So. Joa, und dann gehen wir halt zum Tempel. Und wir haben 5 Herzen, Leute. Läuft eigentlich ganz gut, oder? Ein paar Masken holen wir noch bald im nächsten Part oder so. Joa. Wenn euch dieses Projekt gefällt, auch wenn wir jetzt nur Sidequests machen, aber ein bisschen Story machen wir auch immer zwischendurch. Das Spiel ist halt eher so Sidequest-mäßig und nicht so Story-mäßig. Das habe ich ja schon mal erzählt. Naja. Jetzt haben wir die Sumpfurkunde. Die wir leider nicht brauchen. So. Und ich sehe auch gerade, da lässt was nach am Texture Pack. Das ist nach einer Zeit leider so. Und da war eine Fee. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Part. Da geht's richtig los. Ciao.